feet, keep my cipher complete. Bike, in the bikies on my feet, keep my cipher complete. Bike. Yo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Kleiner Disclaimer vorneweg, ich werde jetzt unten links oder unten rechts in die Ecke schreiben Werbung, was nicht zur Folge hat, dass Nike oder Adidas oder von welcher Marke auch immer wir jetzt gleich hier Schuhe angucken werden, mich sponsoren, auch keine andere Marke, sondern einfach nur, dass ich den einen oder anderen Schuh, den ich hier in diesem Video zeigen werde, vielleicht verkaufe und einfach nur mich rechtlich abzusichern, damit es nicht heißt, ich würde hier auf YouTube irgendwie Produkte zeigen, die dann verkaufen und das Ganze nicht als Werbung kennzeichnen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber nichtsdestotrotz ist das hier ein kurzes und ehrliches Review, was ich von den Schuhen halte, beziehungsweise eine Art Unboxing. Ich starte dann jetzt auch mal. So Leute, dann habe ich hier einmal den Yeezy 700 Teal Blue in Größe 8,5. Na, ja, genau. Sicherlich einen Schuh, den die meisten schon kennen werden, aber nichtsdestotrotz zeige ich ihn einmal. Ich habe den übrigens bekommen, weil die Tage bei Adidas wieder welche rauskamen und ein paar Leute wurden ausgewählt. Ich gehörte unter anderem dazu und hatte dann die Möglichkeit zu probieren, ein paar Yeezys zu kaufen und ich habe es dann letztendlich mit den 700ern auch geschafft. Genau. So. Zeige ich euch auch direkt hier mal Adidas, ne? Original-Etikett, Original-Schuh mit zusätzlichen Laces. Hier haben wir einmal diese braun, grün, grau, keine Ahnung. Ja, so eine Militärfarbe oder so würde ich sagen, haben die. Passt eigentlich auch ganz gut zu dem blauen Schuh an sich, ne? Finde ich persönlich gar nicht schlecht. Vorne haben wir ja auch wieder das Adidas-Logo, wenn es mal scharf stellen würde. Tut es jetzt gerade nicht. Hier hinten haben wir ja auch wieder das Adidas-Logo, wie man es gewohnt ist. Die Stellen hier sind ja reflective. Gucken, vielleicht kann ich euch das ganz kurz einmal mit meinem Handy zeigen. Mit meiner Taschenlampe. So. Ah, nicht so richtig, ne? Richtig sehen kann man es nicht, leider Gottes. Also ein bisschen, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt das ja auch von anderen Yeezys. Typischer Reflective Effekt. Einfach geil. Genau. So, und dann haben wir, wie gesagt, noch die orangenen Laces bei diesem Paar Schuhe von Adidas aus direkt dabei. Stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Die Farbe wird sicherlich ziemlich schön poppen. Also es passt, das ist ein guter Kontrast, ne? Ja, und was soll ich sonst sagen, ne? Der 700er, ihr kennt die Form. Ganz normal, Einkaufspreis 300 Euro. Ja. Und innen drin steht natürlich auch, ich weiß nicht, man kann es sehen. Yeezy Adidas Zeichen, ne? Schön in der Sohle, klar. Wie gewohnt. Jeder, der sich für Schuhe interessiert und sich für Yeezys interessiert, hat den Schuh sicherlich schon mal gesehen. Meinetwegen nicht in der Farbe, aber die meisten Farben sehen ja relativ ähnlich aus. Ja. Falls euch das kurze Video gefallen hat, ihr einen Eindruck von dem Schuh bekommen habt, ihr den Schuh vielleicht kaufen wollt, egal ob in der Größe oder in einer anderen, dann guckt doch gerne auf StockX vorbei oder falls ihr den Schuh schon habt, schreibt mir gerne einen Kommentar, dass ihr ihn schon habt, wie ihr das Video fandet oder was auch immer. Ich höre gerne von euch, also Tipps oder auch Kritik und dann bis zum nächsten Video. Yeah, 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 yeah